Hallo, liebe Kinder, liebe Familien, liebe Eltern, herzlich willkommen im St. Jakobus in Winsen an der Ruhr. Mein Name ist Dirk Kähler, ich bin hier in der Gemeinde angestellt für die Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Familien und das schon seit dem 1. November. Aber im Moment, habt ihr ja alle gemerkt, haben wir gerade Corona. Und da ist alles Mögliche abgesagt. Und leider können wir hier auch nicht die Dinge tun, die wir so gerne tun würden, die ich so gerne tun würde. Aber wir arbeiten dran, dass, wenn die Krise so langsam mal vorbei ist, wir hier auch wieder Angebote für Kinder, für Familien und für Jugendliche sowieso in St. Jakobus haben. Heute mache ich eine Premiere. Heute gibt es nämlich eine Geschichte für Kinder. Aber die können auch Erwachsene sich angucken. Es ist die Geschichte von Jona. Jona, der nach Ninive geschickt wird von Gott und dann ziemliche Abenteuer erlebt. Und mehr verrate ich noch nicht. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß mit der Geschichte. Und ich freue mich total, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder richtig live und in Farbe hier in diesem schönen Kirchsaal oder draußen vor der Kirche begegnen können. Und wir tolle Sachen zusammen erleben. Bis dahin. Tschüss. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Und dazu stelle ich euch mal jemanden vor. Das ist Jona. Jona, der lebte in Israel vor langer, langer Zeit. Ganz lange, bevor Jesus geboren wurde. Und Jona war ein Prophet. Was war ein Prophet? Prophet, das war einer, der manchmal hören konnte, was Gott den Menschen sagen wollte. Und eines Tages, da sprach Gott wieder zu Jona. Und Jona hörte. Jona, steh auf und verlasse deine Stadt. Geh nach Ninive. Da sind böse Menschen. Sag ihnen, dass sie damit aufhören sollen, böse zu sein. Da bekam Jona einen riesigen Schreck. Nach Ninive? Da gehe ich nicht hin. Da wohnen ja unsere Feinde. Ihr müsst wissen, dass es ein Land gab, das Land hieß Assyrien. Immer wieder kamen Soldaten von Assyrien und nahmen den Menschen in Israel alles weg. Und in Ninive, in dieser Stadt, da wohnte der König von Assyrien. Da sollte Jona jetzt hin. Jona hatte eine Idee. Ich weiß, was ich mache, dachte Jona. Ich lauf einfach weg. Dann kann Gott mich nicht finden. Und dann muss ich auch gar nicht nach Ninive gehen. Und so lief Jona davon. Er lief immer weiter. Jona lief bis ans Meer. Dort lag ein Schiff im Hafen. Jona ging zu den Seeleuten hin und er rief, »Hey, darf ich mit euch fahren?« »Du weißt doch gar nicht, wo wir hin wollen«, sagte der Kapitän. »Das ist mir egal, Hauptsache weit weg«, sagte Jona. »Na gut, du darfst mitfahren.« Dann legte das Schiff ab und sie stachen in See. Anfangs, da lief alles glatt, wie am Schnürchen. Jona lag ganz unten im Schiff und er fühlte sich sicher. Hier kann Gott mich nicht sehen, dachte Jona. Doch plötzlich zog ein großer Sturm auf.
Es war ein furchtbarer Sturm. Der Himmel war ganz dunkel. Es donnerte und blitzte. Die Wellen wurden immer größer. Sie waren so groß wie Häuser. Und die Leute auf dem Schiff, sie beteten zu ihren Göttern. Der Sturm tobte und tobte, aber Jona, der lag unten im Schiff und schlief tief und fest. Der Kapitän kam zu Jona in das Schiff runter. Los, du musst aufstehen und zu deinem Gott beten. Oh, Jona reckte sich verschlafen und rieb sich die Augen. Was ist denn los? Ein Sturm, sagte der Kapitän. Los, ab nach oben und beten. Als Jona nach oben kam, sah er den Sturm. Er war ganz erschrocken. Oh, Gott hat mich gefunden, sagte Jona. Bist du etwa schuld an dem Sturm? Fragten die anderen. Ja, das bin ich wohl, sagte Jona. Und Jona erzählte ihnen alles. Wisst ihr, ich komme aus dem Land Israel und ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde und alle Meere gemacht hat, aber ich bin vor ihm weggelaufen. Und was sollen wir jetzt mit dir machen? Fragten die anderen. Ja, werft mich ins Meer, dann wird der Sturm vielleicht aufhören, sagte Jona traurig. Das geht doch nicht. Wir können dich doch nicht einfach ins Wasser werfen, sagten die anderen. Sie versuchten alles. Sie schöpften Wasser aus dem Schiff. Und sie warfen alles über Bord, was nicht unbedingt gebraucht wurde. Sogar die wertvolle Ladung. Die Kisten schwammen im Wasser. Aber es nützte nichts. Da wussten sie keinen Rat mehr und warfen Jona ins Meer. Und plötzlich hörte der Sturm auf. Die Leute vom Schiff staunten. Und sie beteten zu Gott und dankten ihm. Jona war ins Wasser gefallen. Ich muss ertrinken, dachte Jona. Doch plötzlich kam da ein großer Fisch und verschluckte Jona. Es war dunkel. Jona konnte nichts sehen. Und es roch auch ganz komisch in dem Fisch. Aber der Fisch hatte Jona vor dem Ertrinken gerettet. Und dann betete Jona. Er sagte, ich rief zu Gott in meiner Angst und er antwortete mir. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Und da sprach Gott mit dem Fisch. Und der Fisch brachte Jona an Land. Er spuckte ihn am Strand aus. Und Jonas Geschichte konnte weitergehen. Das war die Geschichte von Jona, der nach Ninive sollte und dann solche Abenteuer erlebt hat. Und von Gott gerettet wurde. Ich frage mich, was magst du wohl am liebsten an dieser Geschichte? Und welcher Teil der Geschichte ist wohl für dich am wichtigsten? Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und dann kannst du mir das ja erzählen. Dann kannst du mir erzählen, was für dich am wichtigsten war oder was dir das Liebste an dieser Geschichte war. Bis dahin wünsche ich dir und wünsche ich euch allen
dass ihr behütet bleibt, dass Gott auf euch aufpasst. Bis bald.